Von Basel in der Nordwestschweiz bis zum Pilatus in der Zentralschweiz sind es 100 Kilometer. Mit der Gondelbahn kommt man nach ca. 40 Minuten von Kriens über Kriens Eck und Frankmünd Eck mit einem Umsteigen auf die Luftseilbahn Dragon Ride zum Gipfel auf dem Pilatus mit einer Höhe von 2132 Meter über dem Meer. Drück auf den Button Abonnieren. Über ein Abo von dir freue ich mich riesig. Obwohl die Schneegrenze bei ca. 1000 Meter liegt und der Aufstieg recht steil ist, sind doch einige Wanderer zu Fuß bis zur Station Frankmünd Eck unterwegs. Die Frankmünd Eck ist ein nordöstlicher Ausläufer des Pilatus in den Emmentaler Alpen auf einer Höhe von 1469 Meter. Der Aufstieg ist geschafft und mit ein bisschen Glück wird man auf dem Pilatus mit einem Alpenhorn begrüßt. Es bieten sich wunderschöne Aussichten auf den Vierwaldstätter See und auf Luzern. Sowie auf dem Berg Rieges bei Küsnacht, dem Bürgenstock, und der Emmentaler Alpenkette. Das Oberhaupt auf dem Pilatus ist bestens geeignet für eine herrliche Rundumsicht und für ein paar tolle Fotos. Bei einer Übernachtung im Hotel Bellevue wird man bei schönem Wetter den Sonnenauf- und Untergang in den Bergen sicherlich nicht so schnell vergessen. Es treibt auch einige Bergwanderer auf den Gipfel, die eine andere Art des Abstieges wählen. Viele Sagen über Drachen wurden lange Zeit rund um den Pilatus erzählt. Dabei spielt der Drachenweg eine wichtige Rolle. Heute ist der Drachenweg ein Erlebnisrundweg durch den Berg. Die Wege sind in den Berg gehauen und bieten immer wieder Ausblicke durch Löcher im Felsen. Die Seilbahn kommt und ich mache mich auf den Weg zum Abstieg. Der Pilatus ist noch lange nicht entdeckt. Es gibt noch viele Wege auf dem Berg zu erkunden.
Jedoch hebe ich mir das für den Sommer auf und belasse es heute bei den wunderschönen winterlichen Eindrücken.